Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wizard 101. Bei der letzten Folge in dieser Aufnahmesession, was ist denn hier unten los? Lieber Zauberer, ich habe aufregende Neuigkeiten. Du solltest schnellstmöglich in mein Büro kommen. So, jetzt ist die Zeremonie. Der Kevin Kupferknosp macht endlich seinen Schulabschluss. Ich mag ganz Rabenhain ist so hübsch geschmückt wie nie zuvor. Überall wehen bunte Fahnen und das Gästeaufgebot kann sich ebenfalls sehen lassen. Dies ist in der Tat ein festlicher Anlass, der nur dir zu Ehren stattfindet. Machen wir natürlich in der Ego-Perspektive. Die Musik, hört ihr das? Yeah, alle sind gekommen. Da ist auch meine Schulleiterin. Meine Lehrerin, nicht meine Schulleiterin. Wer bist denn du? Einfach mal so ein Nobody dazwischen. Yeah, das habe ich mir auch verdient nach all der Zeit. Oh, hast du nach der Feier noch was vor, meine Süße? Wie siehst du denn heute aus? Im Gesicht. Was ist mit deinen Augen passiert und deinem Mund? Ups. Willkommen, Zauberer. Es ist mir eine außerordentliche Freude, dich heute hier vor dem großen Rindenbart für deine bemerkenswerten Fertigkeiten und Leistungen zu ehren. Du bist noch nicht lange hier bei uns in Rabenhain. Und doch hast du schon Großes für die Schule geleistet. Nicht nur für uns, sondern auch für die ganze Spirale. Jeder der heute anwesenden, ehrenwerten Gäste weiß um deinen Scharfsinn, deinen Heldenmut und deine Tugendhaftigkeit. Doch niemand kennt dich besser als deine verehrte Lehrerin, Professorin Dalia Flammea. Ich kann gar nicht genug betonen, wie sehr ich mich darüber freue, wie du dich entwickelt hast. Als du zum ersten Mal zu mir kamst, warst du nicht mehr als ein kleines Fünkchen. Und was für ein Wortspiel. Du bist so hell wie ein Phönix. Du hast so viele erkaltete Herzen gewärmt und das Feuer in unzähligen tapferen Seelen entfacht. Zauberer. Du bist ein immerwährendes Licht in der Dunkelheit und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, welche Wege du in Zukunft noch beschreiten wirst. Du bist mehr als ein vorbildlicher Schüler, Zauberer. Du bist eine Inspiration. Und ich möchte noch hinzufügen, dass du mir ein verlässlicher Freund geworden bist. Danke. Oh. Ja, du bist auch mein bester Kumpel, Merly Boy. Und deshalb ernenne ich dich nun ohne weitere Umschweife zum Absolventen der Schule der magischen Künste zu Rabenhain. Sogar mit Auszeichnung. Danke. Endlich bin ich Absolvent der Schule. Ist doch geil, oder? What the fuck? Ich muss mal hier das Gedöns wieder anmachen. Oh je, das kam unerwartet. Und hast du Rindenbart gesehen? Ich habe ihn noch nie so ängstlich erlebt. Der sah doch nicht ängstlich aus. Da läuft Professorin Wu. Sie geht in den Weltenbaum. Wo? Vielleicht solltest du hinübergehen und sie fragen, ob sie Unterstützung benötigt. Ich bin in meinem Büro und werde einen alten Folianten zu Rate ziehen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Hä? Der hat ja was anderes gesagt, als da stand. Egal, wollen wir es nicht hinterfragen. So, Moulin Davu. Ach du meine Güte, was ist passiert? Anscheinend hat dieser kalte Wind Rindenbart krank gemacht. Aber wie ist das möglich? Rindenbart steht hier schon, nun, schon seit Anbeginn der Zeit, stark und gesund. Ihn jetzt so krank zu sehen, beunruhigt mich.
Ich muss zugeben, dass ich nicht einmal weiß, was ihm fehlt. Vielleicht kann Rindenbart ja erklären, was ihn bedrückt. Wärst du so lieb und würdest ihn fragen? Wir sprechen mit Rindenbart. Sieht er denn hier von innen so aus wie immer? Oder ist er jetzt hier ein bisschen welk? Ich habe da ehrlich gesagt gar nicht so drauf geachtet die letzten Male. Kalt, ein eisiger Wind. Die Kälte fährt einem bis in die Wurzeln. Polaris World Data. Aber woher kommt das nur? Das bereitet mir Sorgen. Ein Gefühl, das aus weiter Ferne stammt. Von dort, wo Himmel und Erde sich treffen. Oh, ich fühle mich gar nicht gut. Gib Ambrose Bescheid. Es gibt Probleme dort, wo Himmel und Erde sich treffen. Ja, wo Himmel und Erde sich treffen. Da oben lädt schon Polaris. Oh mein Gott! Ich find's so gut, Leute. Echt. Wahnsinn. Boah, aber wenn du auch wirklich ein Jahr lang dieselbe Welt Let's Playst, ja, dann wird's auch echt Zeit für einen Tapetenwechsel. Ah ja, unser neuer Absolvent. Ich bin so stolz auf dich. Du siehst besorgt aus. Ist alles in Ordnung? Rindenbart ist krank? So etwas ist ja noch nie passiert. Das ist beunruhigend. Man könnte fast sagen, dass es einem dabei eiskalt den Rücken herunterläuft. Dieser Wind muss wirklich sehr eisig gewesen sein. Was hat Rindenbart nochmal gesagt? Wo Himmel und Erde sich treffen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Vielleicht hat es ja etwas mit Polaris zu tun. Polaris ist eine der Welten, die der alte Garner erwähnt hat, oder? Ach du liebe Güte, natürlich. Dem müssen wir nachgehen. Wir sollten Professor Drake um Rat fragen. Ja, natürlich, Cyrus. Er hat einige Zeit in Polaris verbracht, wenn ich mich recht erinnere. Geh zu ihm und frag, ob Rindenbarts Worte für ihn Sinn ergeben. Ich komme. Cyrus Drake. Ich dachte, er ist Cyrus. Sorry. Cyrus. Was weißt du darüber? Cyrus. Willst du etwa noch mehr Applaus? Ja, will ich. Ich fürchte, ich habe mir bereits die Hände wund geklatscht. Oder geht es um etwas Wichtigeres? Du kommst wegen Rindenbart, richtig? Krank wie überraschend. Wo sich Himmel und Erde treffen. Ja, das ist eine Anspielung auf Polaris. Das liegt am äußersten Rand der Spirale, dem Horizont gewissermaßen. Aber warum das Rindenbart krank macht, ist mir ein Rätsel. Vielleicht kann uns jemand in Polaris helfen. Dort gibt es eine alte Hexe namens Baba Yaga. Wir waren gut befreundet. Damals. Baba Yaga ist so eine Art Einsiedlerin und daher etwas schwer zu finden. Aber sie hat einen Handlanger, einen ehemaligen Zirkuskraftprotz, der den fragwürdigen Namen Ivan der Große trägt. Gehe durch das Spiraltor, um nach Polaris zu reisen. Es bringt dich direkt in die Hauptstadt Valrossiaberg. Frage dort nach Ivan dem Großen. Er kann dich hoffentlich zu Baba Yaga bringen. So, jetzt gehen wir nach Polaris. Jetzt ist es soweit. Sag mal, was habe ich denn hier an? Ich habe hier die ganze Zeit meine coole Ausrüstung an. Schulabschluss, Doktorhut. Hat natürlich null, Dinger, ne? Also dieser Umhang gefällt mir eigentlich sehr gut. Ich überlege gerade, ob ich den anlasse.
Das sieht eigentlich ziemlich cool aus, oder? Nur das auf dem Kopf, ne? Da machen wir natürlich mal was anderes hin. Ja, um Gottes Willen. Eisperücke ist auch voll lustig, ne? Sieht das total bescheuert aus, Leute? Ich weiß es nicht. Oder soll ich Toffee nehmen? Ist eigentlich auch schick, oder? Ja, jetzt geht der Kevin mal einfach schick nach Polaris. So, das machen wir jetzt auch. Einmal nach Polaris gehen. Ach, hier müssen wir lang. Ein Reittier wäre vielleicht nicht schlecht. Aber jetzt. Jetzt. Ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Polaris! Stehen bleiben. Bevor du weitergehen darfst, musst du dir erst die offizielle Rede Willkommen in Valrossiaberg anhören. Der bewegt ja die Augen. Haben die anderen auch die Augen bewegt? Sind die anderen NPCs? Ich weiß gar nicht. Der sieht anders aus. Ja. Ja, cool, oder? So, das ist dann... So. So, für einen kleinen, für ein kleines Thumbnail. Inspektor Fouché. Im Namen ihrer Grandioshaftigkeit, Zarin Antuschetta I. Russland, so ist Polaris. In Valrossiaberg, dem Kronjuwel von Polaris, willkommen. Weißt du nicht, warum der einen französischen Akzent hat hier? Genieße deinen Aufenthalt in unserer ruhmreichen Stadt, aber halte dich auch an die zaristischen Gesetze. Keine unangemeldeten Feierlichkeiten, kein Fischen, keine Magie, kein Singen und außerdem darfst du die Stadt nicht verlassen. In einigen Teilen der Stadt herrscht von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang eine Ausgangssperre. Da wir gerade Winter haben, geht die Sonne das nächste Mal erst wieder in einigen Monaten auf. Laut Gesetz Nummer 3-1604 ist es meine Pflicht, nachzufragen, was dich in unsere schöne Stadt führt. Ivan? Welcher Ivan? Redest du etwa von Ivan dem Schrecklichen? Ha! Ivan wurde festgenommen. Diese tollwütige Bestie hat das Gasthaus zur Mitternachtssonne fast komplett zerstört. Sie selbst, wenn du mir nicht glaubst. Okay, das hier ist jetzt Polaris. Wir gucken mal auf die Map. Valrossiaberg, Zarenpalast, Hafen... Einsame Taiga, Schankwirt Garbo. Mhm. Polaris. Valrossiaberg, Hafen, Fluss der gefrorenen Tränen, Einsame Taiga, Urwildstation, Katawa Eisklotz, Eisiger Schlund und Borealis Gipfel. Und hier soll ich schnell durch sein? Ach, guck mal, das ist wieder. Wer da ist hier? Der gute alte Schatzsucher Finn. Aber der hat gar nichts für mich. Wird wahrscheinlich noch kommen, ne? Ach, guck mal hier. Der hat neue Tierchen für mich. Kosten 2000. Ah, Frostzantiger. Sehr schön. Werde ich dann auch mal machen, weil ich habe so viel Geld. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Mit dem ganzen Geld. Hallöchen. Ausrüstungsladen. Jirks. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Okay. So.
Alles klar. Wir sind in Polaris. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Das werde ich mir dann aber für die nächste Aufnahmesession aufbewahren. Ne? Frisch und frei und so weiter. Frommen Mutes. Frohen Mutes. Oh mein Gott, ich bin schon ein bisschen müde. Ich glaube, ich muss ins Bett. Machen wir dann hier in Polaris weiter. Ich bin sehr froh, dass wir endlich soweit sind. Super. Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.